Hey Leute, ich bin SmackPaperik. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eine Blu-ray oder eine DVD unter Windows 10 zum Laufen bekommt. Denn hier so standardmäßig ja über den Windows Explorer geht das nicht. Es ist kein DVD oder Blu-ray-Player standardmäßig ja bei Windows 10 zur Verfügung. Ich zeige euch, wie ihr das trotzdem zum Laufen bekommt. So, ihr könnt hier schon mal die Google Startseite sehen, die habe ich schon mal geöffnet. Wir müssen nämlich ein Programm herunterladen, was aber frei verfügbar ist. Kurz vorher möchte ich in eigener Sache noch mal was sagen. Ich erreiche mittlerweile wirklich eine Vielzahl von Zuschauern mit meinen Videos. Allerdings werden ja meine Videos nicht so häufig abonniert. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt und meine Videos für euch hilfreich sind, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. So, jetzt legen wir aber los. Ja, wir suchen erstmal das Programm VLC und hier ist es auch gleich. Das kann man dann gleich öffnen. Das kann man hier auch sofort herunterladen, die Datei speichern. So, Datei ist heruntergeladen. Kann ich gleich hier öffnen und jetzt brauche ich eigentlich nur ja, die Schritte hier weitermachen und ja, im Prinzip den Anweisungen folgen. Man braucht sich hier auch gar nicht ja, zu registrieren, einfach weiter im Standardmenü installieren. Und ja, bei mir ist das Programm schon installiert, deshalb kommt jetzt hier diese Meldung. Aber ich installiere es für euch jetzt nochmal und das dauert kurz und dann geht es weiter. So, die Datei ist jetzt hier heruntergeladen. Wir öffnen sie einmal und jetzt gehe ich hier einfach auf Medien und dann Medium öffnen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit auszuwählen, was ich halt öffnen möchte, ob es eine DVD ist, ob es eine Blu-ray ist. In meinem Fall war es ja hier eine Blu-ray. Und jetzt könnte ich hier einfach auf Wiedergabe drücken und dann würde ja die Blu-ray starten. Mache ich natürlich nicht, weil ich natürlich keine Bildrechte an dieser Hollywood-Verfilmung habe. Und ja, darf ich halt nicht. Aber genauso startet man das jetzt und so könnt ihr dann halt auch unter Windows 10 eure DVDs, Blu-rays weiterhin anschauen. Ich hoffe, diese kleine Anleitung war hilfreich für euch. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mich auch gerne, wie gesagt, kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Anleitungen und Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaperik.